Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Sachen.de. Seit gestern eine neue Patch rausgekommen. Das heißt, ein Update kann man sagen, eine Erweiterung oder eine Ergänzung. Nun ist alles auf Deutsch. Also, wir können jetzt genau sehen, was wir lernen und was wir nicht lernen wollen. Ne? Oder hier Missionen. Ne? Also, sowas. Ne? Das ist super. Das heißt, wir haben jetzt keine Schwierigkeit mehr, die Rechnung zu gehen. Heute habe ich vor, Ölschiefer zu holen, denn morgen links bin ich Professor und ich kann Alchemie machen. Und das finde ich dann immer super. 4000 ist sehr gut. Wir werden das hochziehen. Mein Gepäck ist glaube ich leer. Ich packe aktuell Maiskuchen. Maisbrot, ne? Ein bisschen was essen und stärken, auch mitnehmen noch ein bisschen. Und dann, das ist hier ein Lebensmittelvergiftung. Ich dachte sonst was, ne? Naja, gut. Frisch gebacken geht's wahrscheinlich, ne? Gut, gucken, Erdbohr kann hier bleiben. Ne, mitnehmen. Wir werden dann eine Ölmine finden, suchen und entsprechend gleich Öl wiederholen, dass wir hier mal 6000, 8000 hier haben. Und dann schauen wir mal. So, dann muss ich ganz kurz meinen Ton umschalten auf einen anderen Computer. Gut, mein Ton ist da. Ihr müsst euren Ton auch haben normalerweise. Ja, hier bin ich jetzt bei und will überall die Wand so hochziehen, dass sie zumindest auf der Höhe mit den Eisen ist. Also die Zombies zwingen muss, einen bestimmten Weg einzugehen, dass ich sie im Prinzip konzentriert überall empfangen kann und woanders halt werden sie halt aufgehalten durch Spikes. Nur was gucken, ob er leer ist. Ist nicht leer. Wir werden mal schauen, was wir mitnehmen müssen. Beziehungsweise nehmen wir kurz rein. Und in unsere Kiste rein hier. Was wir jetzt praktisch hier lassen wollen. Also Zement kann hier bleiben. Maismehl kann hier bleiben. Gut, hatte ich mir vornherein. Benzin brauchen wir auch. Mütze ist ein Mod. Basket, oh, keine Ahnung wie. Magnum-Pistole bleibt auch hier. Die Hülsen auch. Knochen auch. Glasdruck auch, Weltbrett, ja, Blei, die Magnum-Pistole, Munition, Holz nehmen wir mit, den Schockstab, dann haben wir hier, Verbandskasten, Biotika, der Clown haben wir jetzt, den Dreier, kann man den Zweier hier lassen, weil ich habe irgendwo Werkzeug dabei zu haben, ist nicht schlecht. So, das wollen wir verkaufen. Beim Händler. Das auch, das habe ich schon gelernt. Das können wir hier lassen. Kürbis haben auch. Eine Pflanze habe ich schon angepflanzt. Und Tabletten. Samen. Also ich kann auch den Samen herstellen, so ist das nicht, aber wenn wir einen finden, ne? Schießpulver. So, Axt, Reparaturkit. Also kann auch hier bleiben. Das hier brauchen wir nicht mitnehmen. Die nehmen wir mit, falls irgendwo mal rein raus wollen vielleicht, ne? So, dann hätten wir alles. Ja. Tank voll. Ich habe alles mit. Wir fahren jetzt mal Richtung Wüste. Ich will mal ganz kurz überlegen. Das ist nach Norden, das kann ich nicht. Muss nicht so sein, aber hier ist das so. Hier ist im Süden Wüste. Und wir geben mal gleich Gas, ne? Ja, jetzt haben wir das so, wie es sein soll. Also Sprache, Zeit, 5 Uhr, Tag 46. Ja. Ne? Gut, hier ist nur Englisch, aber das macht ja nichts, ne? Das ist ja nebensächlich. Aber halt die Bedienung ist komplett auf Deutsch. Und wir können da entsprechend uns zurechtfinden, sagen wir so.
Ja, ja. Es gab einige Turmprobleme, muss ich entschuldigen. Ich denke noch heute sollte das Problem gelöst sein. Hoffe ich jedenfalls. Dass ich einen Grund gefunden habe. Simpel und einfach, aber ich weiß nicht warum, aber ein einzelner Tonspur, das funktioniert bei mir. Wenn auch nicht, was ich das mache, ist die Qualität ganz schlecht. Hier ist es ja, keine Wüste, hier ist im Prinzip alles so verbrannt, kann man sagen. Ne? Aber die Wüste ist dahinter gleich. Und ich suche eine. Wir haben das Auto schon weggenommen. Benzin hat sich erledigt. Also Benzin haben wir jetzt Glück, dass wir jetzt das machen können. So. So, kurz Karte gucken. Hier ist die Wüste. Hier ist auch eine Stadt. Vielleicht finden wir da eine Bibliothek oder sowas. Dann ist es auch super. Dann fahren wir gerade auf. Bibliothek oder Bücherladen oder irgendergleichen, wo wir im Prinzip das lernen können, was wir so nicht lernen können. Das heißt, für die Richtung allen möglichen Zeug, schön wäre, Munition herstellen könnten. Ne? Die haben viele Ressourcen, viel abbauen, nehmen wir einige Autos, ja, Kühler und so, da muss man Klimaanlage. Ne? So, hier ist Gabaston, das kann ich auch nicht heißen soll. Wenn wir einen Bücherladen finden, gehen wir rein. Oh, Loch. Ansonsten. Alles Ruinen, mehr oder weniger. Oh, eine Schlange. Hoho, die springt sogar. Geht's dahin? Abbau. Und hier sind die. Hund. Gefährlich. Also man kann es auch zur Not ins Gepäck reinlegen, ne? Und dann ist man auch wieder raus, aber das war zu faul. Ne? Ist hier schön. Kein Loch. Oh. Gut, hier ist gerade ein Gewehr. Wo ist er? Missy. So, hier ist ein, ich sag mal ein Waffengeschäft, ne? Das ist, vielleicht finden wir hier ja, Waffen, Munition. Zum einen und zum anderen. Kisten. Starker. Ja, also mit Nahkampf und so. Fangen gar nicht erst an, unberührt. Lass ich auch stehen. Vielleicht finde ich hier eine Klimaanlage. Oh, was Feines. Aber normalerweise blute ich immer erst, wenn ich die Gebäude abgesichert habe. Und das ist noch nicht der Fall. Gehen wir ganz kurz die Axt raussuchen. Ja, so. Da steht eine Axt, da kann man hier noch so rein. Und diese Kisten aufmachen hier.
dann nehmen wir schon mal einen Volltreffer. Besser wäre natürlich wissen, wie man die Munition aus, ja, aus Eisen herstellen könnte, ne? Gut, dann machen wir mal den Laden leer, bevor ich mich überlade. Junge, war nicht geladen, die Waffe. Gleich immer nachgeholt, ne? Oh, hier ist ein Safe. Ja, leider habe ich das Wissen noch nicht erlernt. Für Waffenkranken, also für Tresor und so. Aber ich denke mal, wir knacken das so. Wir haben schon einen guten Werkzeug. Geht relativ zügig, machen wir ziemlich durch. Ne? Und dann. Also schönes, naja, Maschinengewehr haben wir eigentlich schon, Pistole auch. Was gut wäre, wäre zum Beispiel, naja, kurz mal ausruhen lassen, was essen. Hauptsache kein Durchfall, ne? Kann passieren. Hatte ich öfters mal gehabt am Anfang. Da denkst du ja nicht, Schlimmes ist du was, ne? Jetzt bist du satt, ne? Denkst du so und dann hast du plötzlich die Beschreibung, Durchfall und dann hast du plötzlich deine Reserven auf fast null, ne? Ja. Man soll nicht so viel essen. So. Das nenne ich mal einen guten Griff. Jagdgewehr haben wir schon von zwei. Pistole, das ist ein Sichtbereich. Ja, schön. Nehmen wir alles mit. Mit R, so Sichtbereich. Mal ganz kurz gucken, ob wir das gleich machen können. Und zwar Maschinengewehr, was geht alles rein? Verändern. Mal auf. Ey, wie cool. Den habe ich gesucht. Gut, dann sind wir gerüstet. Mal kurz nachladen, ne? Ist ja nichts drin mehr. Mit dem neuen Mod geht das schon wieder raus. So, Schrank war noch nicht leer. Ja, no. Das ist gut. Messing-Profil. Das ist super. Da nochmal rein. Weckt man mal die Zombies auch, ne? Gut mal. Action. Heuballen. Stark genug. Ein Schlag kann ich noch erledigen, oder? Naja, ich habe schon 5er, glaube ich. Ja, gut. Können wir es in Not verkaufen oder zumindest. Oder zerlegen, ne? Wie gesagt, wie es am liebsten wissen, ne? Wissen ist das Beste, was man haben kann. Gehen wir da an.
Munition ist sehr gut. Und dann mal schauen, was in der Tür ist. Jetzt habe ich es aufgeweckt. Junge, hab ich mich erschrocken, nicht um nix. Schnell. Das ist eine Krankenschwester, eine Schnelle. Das ist ein Hund. Hund heißt nichts Gutes. Auf aufgeladen. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Hunde. Hunde sind brutal. Nehmen. Die sind nebenan. Die sind in höheren Orten entdecken können? Nö. Ego brechen die durch. Das dauert nicht lang, dann kommen sie an hier. Zombie kannst du verbrennen, die sind da natürlich langsam, aber. Könnter sind ja schön, ne? Missy. Normalerweise ein Messer für, aber gut, in dem Fall nicht. Den Wissen haben wir auch nicht gehabt. Kaum sein. Kann man nicht aufnehmen, ne? Okay, macht jetzt. So. Aber wissen wir hier. Entschuldigung. Na? Das war nicht mal super. Noch ein Mod. So, okay. Anwenden. Diesen ist zum Beispiel. Dreifach Speichermod. Achso, gut. Wo nehmen wir es rein? Inventar. Nehmen wir theoretisch mal Ledermantel. Beenden. Ob das geht, weiß ich nicht. Geht nicht. Abschließen. Dann. Lux. Da sind ja hier Schutz. So, ändern. Aha. Gut. Das ist halt ein bisschen mehr, was ich tragen kann. Kosmetik, das ist auch wurscht, ne? Aber eh nichts dabei.
Anwärme ist los. Gut, jetzt sind wir dann doch überladen. Haben wir alles, gut. Okay, einen Führer noch, das ist ja die hier. Die Wand, die brauchen wir. Gut, dann gehen wir zum Moped und dann holen wir mal alles ab hier. Oh, wie rollt die hier? Leer? Leer. Huch. Aber so ein bisschen über. Na. Können wir bei Gelegenheit verkaufen. Da war noch ein Kühlschrank. Den nehmen wir noch an, ne? Holz. Gut. Wasser ist mir gut. Glas. Machen wir das Glas. Gut, passt. Denken wir, hier haben wir alles. Hängen wir schon, ne? Darf nicht sein. Ne? Da können wir nur kaufen. Das ist ja nun ein Blödsinn, ne? Oder haben wir es? Kurz mal vom Moped umladen. Und zwar, was wir jetzt nicht so nicht mitnehmen, also stacken können. Bogen, den können wir gleich lernen. Wir brauchen eine andere Frage, aber wir können es lernen. Ne? Hier kann man stacken, das ist nicht bekannt. Das kann man verkaufen. So, Lederbeinschienen, Lederhandschuhe, Lederbrustpanzer. Mütze, ein Moos für den Händler. Das kann man stecken. Auch Eisen kann man rausnehmen. So, Eisenspeer raus. Den Motten raus. Den Pokal werden wir zerlegen. Dann geht er hier mal zu. Die beiden Dinge können wir auch aufnehmen. Können wir vielleicht verkaufen, mal sehen. Gut, Platz gespart haben wir auch. Und jetzt geht es weiter zur Wüste. Könnte man färben, ja, okay. So, Wüste ist geradeaus links, glaube ich. Oder berghoch. Kurz mal gucken. Die suche nämlich, das ist keine Wüste. Ist dahinter. Okay, wir haben mehr Gebäude. Aufbauen, glaube ich, macht keinen Sinn. Die sind voll. So, mal kurz gucken. Wisti. Jetzt kein Gebäude, was man sagen könnte, das wäre ja wissen. Ne? Das ist jetzt ein Parkdeck. Alles. Aber wie gesagt, wir müssen mal sehen, dass die Wüste kommt. Morgen. Der Geier fuckt es immer noch. Ist das los? Locken. Was ist hier passiert? Osten. Norden ist die Heimat. Fahren wir nach Osten.
Baum an der Straße. Ein Loch. Da war jemand sauer. Welcher denn? Maßbaum. Böse Falle in der Nacht. Ich bin nicht ganz sicher, ob wir sind. Kurz mal nachgucken. Naja, wie ist es woanders, ne? Folgen wir der Straße mal lang und fahren wir immer rechts aus. Nö, so machen wir das heute. Ist ja ein neues Gebiet, wo wir erkunden können. Bei Gelegenheit beim nächsten Mal separat mal wieder zum Durchsuchen. Ne? Das sieht auch interessant aus. Den Wurf. Für uns alleine ist einfach zu viel. Ne? Hier ist auch so eine Fabrik oder Gebäude. Koch. Ja. Autos. Und hier ist die Wüste. Jetzt suche ich mir eine Stelle, wo ich im Prinzip jetzt Ölschiefer abbauen kann. Und zwar muss ich gucken, da unten ist es zu sehen. Das heißt, ich gehe da in die Erde rein. Der hat mich doch glatt verfolgt, ne? Bis hierher. So, das heißt, hier ist Eisen. Da. Das ist Ölschiefer. Der geht in die Erde rein. Das heißt, da müssen wir jetzt runter. Und buddel nicht mal jetzt hier so rein. Richtung Osten, dass wir da unten alles unterhöhlen und dann unsere Ruhe haben. Ritze geschützt sind. Und wie wir gut rauskommen. Und ich mache hinzu. Wir haben schon gefunden. Wir haben das Problem mit das Benzin ist vorbei. Ne? Also hier, mal gucken mal. Oh, wir sind fast gerade reingegangen. Das wollte ich noch nicht. Wenn es schon wieder rausgeht. Oh, das Eisen. Auch nicht schlecht. Ganz wichtig, dass wir wieder rauskommen. Falls wir mal das versauen und kein Benzin mehr haben und wir dann zu spät, dann müssen wir handgraben. Ne? Das will ja keiner. Ne? So, dann gehen wir runter und machen da mal eine kleine Ecke frei. So, jetzt auf die Waage im Prinzip, ne? Auf eine Ebene. Kriegen wir so ziemlich alles, auch Bruchsand. Deswegen mache ich das. Ich muss mal später mal oben was rumbauen und dass die immer aufgehalten werden, ne? Theoretisch, ne? So. Mein Plan. Wenn wir gerne öfter durch hier rauen. Dann ziehen wir mir ein ganz wichtiger Rohstoff. Ohne den können wir nicht später Generatoren betreiben für Strom, für Licht. Der Stromfallen kann man sagen, ne? Also wie man halt Luft kriegen. Deswegen brauchen wir jetzt mal ein bisschen. So, reparieren. Haben wir eins, wir haben sogar mehr als eine. So, den richtigen weg, geht nicht. 100.000 haben wir schon. Eisen wieder mal. Aber gut, Eisen ist mitzunehmen, ne? Brauchen wir auch. Großen Mengen. So, Zuschauer, das soll es heute gewesen sein, die heutige Folge. Dann sag ich mal Tschüss und Ciao. Ja, Mann, vielleicht sieht man sich dann weiter, ne? Nächste Folge. Tschüss.